Zone. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Dragon Hills auf der Nintendo Switch. Zu Hilfe, schreit die Prinzessin, da kommt auch schon der glanzvolle Ritter und schnappt sich den Schatz. Gut so. Play. So. Okay. Wir drücken A. Und da können wir uns bewegen. Also mit links, rechts werden wir schneller oder langsamer. Mit A graben wir uns ein. Wenn wir A auslassen, geht es wieder nach, nach oben. Das ist. Also, das Spiel ist ein Mobile Port. Autsch. Zack. Und ich habe aber eigentlich ganz, ganz selten ein Problem mit Mobile Ports. Ah, den erwischen wir. Und ich habe das Spiel eigentlich am, jawohl, am Smartphone auch richtig gerne gespielt. Und wie gesagt, darum habe ich da überhaupt kein Problem. Schnapp. Ui. So, Level 2. So, um 100 könnten wir uns jetzt eine Drachenrüstung kaufen. Um 200 verbessern den Schwert, 250 Frostschlag. Und dann geht's erst, ja, weiter. Dann gibt's noch Wiederbelebung, Münzmagnet, Extraleben, Münzbombe. Aber alles noch zu teuer. Wir starten mit dem Level 2. Ui, da sieht's richtig gefährlich aus. Hier geht's wieder runter. Au. Aber wir haben jetzt 66, das heißt, wir können jetzt eine Drachenrüstung besorgen. Das heißt, wir haben jetzt ein Herz mehr. Und ein Herz heißt aber nicht ein Treffer, sondern ein Treffer ist normalerweise ein halbes Herz. Oh, oh, oh. Jawohl. Ui. Au. Au. Das nächste kostet 250. Das heißt, ein bisschen noch. Ach ja, und wir dürfen nicht zu lange unter der Erde bleiben. Ach, 28 ist nicht viel.
So, nochmal. Jetzt ist aber der Wurm drin. Oder der Drache. Geht aber nicht gut. Zack. So, die letzten Male hatte ich immer nur 5 bis 6 Münzen. So, Konzentration. Das kann ja nicht sein, oder? Jetzt sind es zumindest schon 9. Jam. So, hier holen wir uns. Jam, jam, jam. Wasser ist egal. Lava eher nicht. Wow, das war knapp. Ah, der hat gesessen. 57 Goldmünzen. Und los geht's mit dem nächsten Bosskampf. Ah, komm her. Den haben wir jetzt. Zack. Brauchen wir noch den zweiten. Der ist hier. Yummy. So. Whoa. Mega Zerstörung. Perfekter Sprung. Oh, der nächste Bosskampf. Es läuft ja. Oh, oh, oh. Tja. Aber das war ganz klar ein neuer Rekord. Also entweder eine neue Drachenrüstung oder das Schwert. Härter zuzuschlagen. Oder sogar Frostschlag. Ich würde sagen, wir nehmen mal das Schwert dazu. Und sparen, damit wir auf 250 die nächste Rüstung kaufen können. Die brauchen wir, wenn ich mir das so ansehe. Perfekter Sprung. Oh, ein perfekter Sprung nach dem anderen. Wow, das war knapp. Oh, schade. Aber das war cool, weil wir jetzt genug haben für die nächste Drachenrüstung. Ja, also man sieht im Endeffekt, dass das Spielprinzip haben wir schon gesehen. Ach, nur das Aufhören ist so schwierig. Also,
Mir macht das wirklich Spaß. Ich habe auch kein Problem damit, mal ein paar Runs dabei zu haben, wo ich nur 5 Münzen oder so habe. Ich weiß, es ist immer wieder ein sehr cooler Run dabei. Jetzt würde ich gerne wissen, das habe ich glaube ich noch nie ausprobiert, was ist, wenn ich mir einfach viel Zeit lasse. So richtig Vorteile bringt das auch nicht, oder? Oh. Ja, leider nur noch ein. Zack. Nur noch ein Herz. Und jetzt kommt der Bosskampf. Oh, dafür habe ich den einen schon erwischt. Den muss ich jetzt öfter erwischen. Außer ich upgrade mein Schwert. Ach. Das wäre vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt. Aber das Schwert kostet auch 250. Aber schlecht wäre es nicht, ja. Ach. So, einmal Schwert haben wir gesagt. Jetzt müssen wir es nur noch bis zum Boss schaffen. Dann schauen wir mal, ob wir auch, ob wir auch wirklich mehr Schaden machen. Oh. Ja, 86. Worauf sparen wir als nächstes? Der Frostschlag vielleicht. Das müsste, glaube ich, dann eine separate Taste sein. Der hat sich gerade noch umgedreht. Fast hätte ich ihn gehabt. Ich mag das. Ich mag das. Ich bin zwar nicht sonderlich gut darin, aber ich habe meinen Spaß dabei. Ich weiß auch nicht, wie lange das Spiel ist. Nur noch ein halbes Herz. So, jetzt können wir uns den Frostschlag leisten. Ah, das ist eine Chance, der Frostschlag. Das heißt, okay. Das heißt, kein... Autsch.
keine extra Taste, sondern eine Chance. Ah, und das war dann das Symbol. Das muss man erwischen und dann gibt es einen Frostschlag. Das war wieder doof. Ah, schon wieder. Sollte ich nur einmal zu verwenden. Ein Münzmagnet, 300. Okay, das wird unsere nächste Anschaffung. So, jetzt schauen wir mal, ob ich das erwische. Und das ist der Frostschlag. Zack. Einmal zu viel gedrückt. 202 brauche ich noch. Die haben jetzt aber gut getroffen, da hat jetzt wirklich jeder einmal treffen dürfen. So, 23, das sollte im Bereich des Möglichen sein. Boah, das war knapp. Ding, ding, ding. So, jetzt haben wir genug dafür. Und das Münzmagnet dürfte dann genauso wie der Frostschlag ein Item zum Aufsammeln sein. Da ist es schon. Und ui, das ist gut. Das ist wirklich gut. Wäre nur cool, wenn es ein wenig länger halten würde. Aber das waren jetzt schon 178. Zerstört schnell und effizient viele Gegner. Was haben wir hier als nächstes? Ein extra Leben. Oh, das wäre natürlich auch schön. Eigentlich lauter Sachen, die ich gerne hätte. Schauen wir mal. Ja.
Elefanten. Ah. Nein, ich sollte vielleicht zuerst mehr Leben haben. Das Schwert bringt mir im Moment nichts, weil ich nicht bis zum Boss komme. Darum schauen wir mal, dass ich etwas zuverlässiger zum Boss komme. Und dann kann man auch über mehr Schaden nachdenken. Ja, da lasse ich auch keinen aus. Ja, mehr Rüstung brauchen wir. Okay, ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.